Guten Morgen, meine Lieben. Es ist aktuell 6.30 Uhr und ich muss noch die Lunchboxen machen und die Kleinen aufwecken. Der Papa ist jetzt Gassi. Die Frage kam tatsächlich, wann, wer, wo, was mit den Hunden Gassi geht. Der Papa macht es in der Früh, zum Mittag ich oder die Michelle. Michelle ist übrigens auch wieder da, davon. Darüber erzähle ich euch aber ein bisschen später mehr. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall kurz auf Lunchboxen und Kinder aufwecken konzentrieren. Deswegen machen wir das mal. Das sind die Lunchboxen der Mädels. Eine halbe extra Wurstsemmel mit Banane und Himbeere. Ich suche nur noch so eine kleine Gabel, die ich irgendwie nicht finde. Deswegen überlege ich mir, der Luisa so eine große einzupacken. Aber die Kids können mich da gar nicht schreien. Ich habe jetzt eine Notlösung. Ich packe jetzt der Lara den Spieß ein. Die Lara ist nämlich ein bisschen älter, die kommt damit besser klar. Und für die Luisa mache ich diese kleine Gabel rein. So. Das ist schon mal fertig. Und jetzt gehe ich den Mädels helfen beim Anziehen. Papa ist vom Gassi wieder da. Ich bin fertig. Jawohl. Süß, Mausis. Süß, Mama. Süß, Papi. Lieb euch. Hab dich lieb. Bis später. Oh. Tschüss. Ich habe mich jetzt auch schon angezogen und fertig gemacht und jetzt muss ich noch den Kleinen aufwecken, der ganz süß da noch schläft, obwohl ich schon die Rollläden so hoch gemacht habe und eigentlich schon richtig hell ist im Schlafzimmer. Lässt es sich nicht beirren. Na gut, auf jeden Fall aufwecken, anziehen und dann losfahren, weil, also wohin wir losfahren, sage ich euch dann, wenn wir im Auto sitzen. So, meine Lieben, hier ist die Michelle. Habt schon lange nicht mehr gesehen, Hi. Oder? Hi. Es war so, kurze Storytime. Wir wollten euch eigentlich mitnehmen, wenn wir die Michelle von der Schule wieder abholen, wenn sie mit dem Bus nach Hause kommt vom Skikurs. Aber es kam alles anders als gedacht, denn einen Tag davor hat uns am Morgen eine Lehrerin angerufen. Die Michelle ist Corona-positiv, oh mein Gott. Sie war nämlich Corona-positiv. Yeah. Und, war schon schockierend. Ja, weil die Kinder haben ja jeden Tag getestet, oder? Ich habe jeden Tag einen Antigen-Test gemacht. Und das habe ich auf jeden Fall richtig erschrocken. Also ich bin schon erschrocken. Dann habe ich auch mit Michelle telefoniert, sie hat ein bisschen geweint, war ein bisschen erschrocken, selbst als Kinder, wenn das Kind Corona hat, ist ja logisch. Ich selbst würde mich erschrecken, wenn ich Corona habe, wobei es jetzt eher gut geht. Also sie hat einen ganz milden Verlauf gehabt, sie hat leicht gehustet, oder? Schnupfen gehabt, aber das hatte ich schon vor, dem ich Corona hatte. Ja, genau. Also von dem her ist es geht ihr wirklich super. Und heute sind wir beim Freitesten. Also wir sind jetzt ja hier, um quasi die Michelle frei zu testen, damit sie morgen wieder in die Schule gehen darf. Ja, und das machen wir jetzt. Das ist aber eine sehr lange Schlange. Ja, ist eine lange Schlange, aber das ist egal, wir müssen halt schauen, mal, da kommen immer mehr neue Leute. Ja, wir müssen immer reinstehen, weil sonst rutscht sie immer weiter hinten. Ne? Ja, ja. Beim Test nehmen wir jetzt natürlich nicht mit. Der Test ist ein PCR-Test, das ist so ein Gurgeltest, also da kriegt die Michelle so eine Flüssigkeit, muss sie dann gurgeln. Mega easy cheesy. Also ja, das mit dem Nasenbohren, das ist schon nervig. Hast du mir die Maske gegeben? Ich hasse das mit dem Nasenbohren. So, also bis gleich, mein Lieben. Tschüss. Und so schnell geht das, jetzt sind wir fertig und jetzt fahren wir nach Hause. Wir sind jetzt wieder zu Hause und ich schminke mich jetzt. Ich hatte in der Früh leider keine Zeit dafür
Und ich möchte dann später noch ein Reel drehen, beziehungsweise ein TikTok. Ich poste das immer auf TikTok und Instagram. Und auf YouTube poste ich das auch so als Shorts. Falls ihr mir auf TikTok auch folgen wollt, würde ich mich natürlich freuen. Ich heiße dort Diana Diamanta. Poste ich halt auch, wie gesagt, regelmäßig immer diese TikToks und Reels, die ich da immer mache. Und heute plane ich wieder so ein Koch-TikTok. Ich habe ja letztens einen Käsekuchen gemacht, also einen Oreo-Cheesecake. Und heute möchte ich chinesische Nudeln machen mit Hühnerfleisch gebacken in Bierteig. All diesen Businessmänner! Patrick ist leicht, ja. Jetzt bin ich mal konzentriert, weil er jetzt seine VWR-Präsentation hat und sie ein bisschen sammeln muss. So, der Patrick ist jetzt auf zur Schule, hat jetzt seine Präsentation und wir haben jetzt in der Zwischenzeit unser Desenio-Paket bekommen, denn wir haben uns neue Poster für die Küche hier bestellt, also für diese Abteilung hier, für diese Wand hier, wollte ich sagen. Und auch noch fürs Vorzimmer. Hier haben wir auch unsere zwei Desenio-Bilder und da haben wir uns neue Designs, also neue Poster bestellt, genau. Weil ja, das haben wir uns schon ein bisschen satt gesehen an denen. Und werden die jetzt auf jeden Fall mal gleich austauschen und aufhängen. Hier haben wir aktuell keine Desenio-Bilder, sondern einfach irgendwelche und die werden wir auf jeden Fall austauschen, weil wir wollten auf jeden Fall was Neues dahergeben, weil ich finde, diese Ecke ist so schön geworden, aber halt die Bilder sind noch alt, deswegen werden wir das auf jeden Fall jetzt gleich mal umändern. Wow! Das sind auf jeden Fall mal unsere Rahmen. Wie ihr seht, habe ich ein ganz großes hier und dann die 30x40. Diese vier sind für die Küche. Genau. Hier einen neuen Rahmen. Und fürs Vorzimmer habe ich nur die Poster bestellt, weil da habe ich ja die Rahmen schon, wie ihr seht. Also da brauche ich das ja nicht nochmal. So, schauen wir mal rein. Das sind... Oh, schau mal, dieser Stift. Ich habe nämlich einen Planer bestellt und dafür ist jetzt der Stift. Und das sind auf jeden Fall mal die Poster. Ich glaube, das haben wir fürs Vorraum. Ja, fürs Vorraum bestellt, genau. Einmal. Und das ist auch für Vorraum. Genau, das ist auch fürs Vorraum. Und das... Das ist nämlich voll cool. Schaut mal, ich habe mir so einen Planer bestellt. Den werde ich dann in diesen Rahmen reingeben. Und mit diesem Stift, den ich da gerade kurz weggelegt habe, kann ich da auf dem Glas schreiben und es dann wieder wegwischen. Also wirklich cool. Und das ist halt für die Küche. Wow, das ist ein Jenner. Wir wollten irgendwie so einen gemütlichen Flair hier reinbringen, weil das auch zur Deko passt. Also auf jeden Fall nichts Küchendesignmäßiges, also kein Essen oder so. Wir wollten halt was... Ja, was Gemütliches, eine schöne Atmosphäre. Das habe ich mir fürs Büro bestellt. Step by step, day by day. Mhm. Ja, das ist ein guter Spruch, oder? Ja. Das ist fürs Büro und diese drei sind für hier. Das hohe kommt dort und das quer kommt... Geht hier. Okay. Genau. Passt dann. Let's do this. So sieht das jetzt hier aus. Einfach wirklich mega schön. Auf jeden Fall so richtig entspannend. Die Poster sind wunderschön, wie immer natürlich. Und die Rahmen dazu, das passt richtig gut. Ich finde, das macht die ganze Ecke noch so ein bisschen heller und freundlicher. Und es schaut ein bisschen, ja, der Raum wirkt auf jeden Fall richtig ein bisschen größer, größer als sonst. Und das brauchen wir definitiv hier bei uns in der Küche, weil wir haben eine echt kleine Küche. Also nicht kleine Küche, aber für die Personen, die wir sind. Und es schaut wirklich super schön. Das hat das Ganze voll verändert. Ich habe für euch auch einen Rabattcode, meine Lieben. Und zwar könnt ihr mit DiamantaX10, ich schreibe euch das Ganze natürlich hier rein und auch unten in die Infobox, könnt ihr 10% sparen. Von heute, also vom heutigen Tag an, bis zum 7.4. Und passt gut auf, diese 10% gelten zusätzlich zu den aktuellen Mid-Season-Sale, was auf der Webseite von Desenio gerade aktuell ist. Da gibt es nämlich gerade bis zu minus 45%. Und mein Rabattcode gilt nochmal extra oben drauf. Also schaut da unbedingt vorbei, falls ihr euch auch Poster kaufen wollt von Desenio. Die haben wirklich wunderschöne Poster. Aber aufgepasst, mein Code gilt nur auf Poster. Es gilt nicht auf Handpicked Poster und auf Rahmen gilt es auch nicht. Aber wie gesagt, ich schreibe euch das Ganze so unten in die Infobox. Da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Diamanta X10 und ihr könnt
richtig, richtig spannend. Also unbedingt vorbeischauen. Und wir werden auf jeden Fall jetzt noch die restlichen Bilder in die Rahmen packen. So schaut übrigens der Monthly Planner aus, also der Monatsplan. Der Baba hat ihn jetzt auch schon eingerahmt, wie ihr sehen könnt. Mega, mega schön. Und die Bilder im Vorraum, da spiegelt es ein bisschen, aber so könnt ihr es sehen, wenn ich es euch so zeige. Mega schön. Passt auch besser mit der Deko, mit diesen Trockenblumen. I like that. Oh mein Gott, so, so schön. Ich habe jetzt den Kleinen schlafen gelegt. Der hält jetzt sein Mittagsschläfchen. Der Papa ist losgefahren und holt jetzt Lara und Luisa vom Kindergarten und Schule. Und die Michelle ist jetzt gerade hochgekommen. Michelle, what are you doing? Bist du hungrig? Ich werde jetzt gleich kochen beginnen. Heute gibt es chinesische Nudeln mit gebratenem, gebackenem Hühnchen. Magst du mir helfen? Holt Karotten, Porree, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln aus dem Kühlschrank. Let's go. Das ist das Endprodukt von dem Reel, meine Lieben. Der Papa frittiert für mich, oder heißt das frittiert schon? Oder? Frittiert ja, für mich jetzt das Fleisch noch fertig. Ich richte nämlich schon für die Kinder an. Philipp ist auch schon wach. Und die Luisa wollte nur Fleisch. Eine Gabel. Eine Gabel natürlich. Und die Lara isst aber mit Nudeln. Die Luisa wollte nicht mit Nudeln. Und Lara, wie schmeckt's? Ist es yummy, wie beim Chinesen? Fast. Besser oder schlechter? Ah, oh mein Mädchen. So, meine Lieben, wir haben schon alle gegessen und ihr wollt gar nicht wissen, wie die Küche aussieht. Aber zum Glück habe ich mir die Michelle als Hilfe geholt, weil ich sonst alleine... Ich kann Geschirrspüler haben. Ja, das reicht. Ich habe gedacht, du räumst auf hier und putzt dann auf. Und nein. Nein. Okay, na dann ist gar nicht so schlimm. Ich habe ein Telefonat, ja? Okay. Wir werden mal die Küche jetzt aufräumen. Ich warte auf die Michelle, bis sie den Geschirrspüler ausgeräumt hat. Und dann fange ich mit Aufräumen an. In der Zwischenzeit werde ich mir was Süßes gönnen. Und zwar, ich habe schon einen Fruchtikus mit Bratapfel und Zimt. Schmeckt mega lecker. Fertig. Ich habe ein Telefonat gehabt und der Papa war so lieb und hat die Küche aufgeräumt. Schaut euch mal das an. Wow. Ich meine, okay, ein bisschen ist noch ein Name falsch. Wahrscheinlich ist der Geschirrspüler randvoll gewesen, wie immer bei uns. Und wir haben gestern was richtig Cooles für die Kinder gekauft. Und das möchten wir heute ausprobieren. Und zwar habe ich eine Zuckerwattemaschine bei Lidl gefunden. Also ihr habt es in der Werbung gesehen und sind gestern sogar extra hingefahren. Die Kinder freuen sich so drauf und wir werden das jetzt gleich machen. Ich werde es mal aufmachen. Die Lara macht noch ein bisschen was an ihrer Hausaufgabe fertig und kommt dann auch gleich. Das ist verkehrt. Puh, schaut auf jeden Fall kompliziert aus. Man muss hier bedienen, schon ein bisschen lesen. Es kommt! Ja, musst du halt schneller? Wenn nicht, wie schneller? Nein, das ist nur, weil sich jetzt die Haarfaden gebildet haben. Jetzt haben sich erst Fäden gebildet. Irgendwie muss man davon schnell sein. Spider-Man! Sind das Spinnnetze, die Bauchfärbchen oder was? Hä? Mama, mach weiter! So? So klebt der am Rand fest. Ah, siehst du die Klebe da fest? Dann muss ich so. Hä, ja, schon die klebt sich da drin fest. Alles so? Meistens essen wir. Warte, Luisa. Nein, das, ich hab doch nur zugeschaut. Wir machen das. Meine erste Zuckerwatte. Pass auf, oder? Ist das heiß? Wir machen jetzt einfach weiter mit Rot, Michelle. Da kommt raus.
Jetzt geht's besser. Let's go! Ja, na, oder? Blau, das ist blau. Das ist ein bisschen blau. So ein kleines Stück Wasser mag ich nicht. Genug. Klar ist auf die. Mami, mach weiter. Da ist nie. Bla, bla, bla. Jetzt geht's, schau. Wir haben irgendwas falsch gemacht beim ersten Mal. Nein, ich glaube, das machen wir auch. Perfekte Zuckerwatte, wenn man eine Maus draußen. Ich zeige mal kurz der Mama, wie groß die Zuckerwatte. Papa? Teilst dir gut ein, ja? Nicht alles auf einmal. Das ist meine Zuckerwatte, die ist so klein. Was ist denn das? Lass meine Zuckerwatte in Ruhe. Ich habe nichts gemacht. Das kann man eh nicht testen, oder? Sicher. Wie soll man das teilen? Wieso ist der groß? Gib mir ein Stück. Nein! Voll ärgerlich. Die Maschine ist auf jeden Fall nicht cool. Also wir haben zwei Baby-Mini-Zuckerwatten gemacht. Hey, und dann war's schon so lange. Und jetzt voll Zuckerverschwendung hier. Morgen trinke ich meinen Kaffee mit blauem Zucker. Da ist so viel drinnen. Ja, wo ist das alles hingeschmolzen? Ach, aber auf dem Rand. Ja, das ist die ganze Zeit rausgefallen. Nö, das ist ein Fail. Buh! Ja, wirklich. Buh! Schau, da klebt jetzt der ganze Zucker drin. Siehst du mich jetzt? Ja, wer möchte es sauber machen? Das brennt heiß. Oh nee, voll doof. Ich habe mir jetzt die Kleinen geschnappt. Einmal hier die zwei mit Roller. Und dann einfach nochmal hier mal den kleinen Philipp. Er ist unterwegs mit Luisas alten Dreirad, hat mich mal der Luisa gehört und jetzt ging es an den Philipp über. So wird das nämlich bei großen Geschwistern, also bei einer Großfamilie werden Sachen weitervererbt, oder? Kennt man doch. Ja, wir sind jetzt ein bisschen raus, weil die Kinder zu Hause, denen ist ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen und dann, was machen die Kinder dann? Ja, sie fangen zum Streiten an und deswegen habe ich sie mit rausgenommen. Der Papa ist zu Hause und schneidet Videos, also der hat wirklich viel zu tun. Heute kommt er wahrscheinlich doch nicht mehr raus am Abend. Und ich werde mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen auf die Kids konzentrieren und die Kamera weglegen. Ich wollte mich auch hier gleich vom Vlog verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, beim nächsten Mal kommt entweder Food Diary oder TikTok-Tänze mit Michelle. Also eins der zwei Videos. Schaut auf jeden Fall gern vorbei beim nächsten Mal. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss!